Technologie für besseres Hören und mehr vom Leben. Mit den neuen Nuia Hörgeräten. Ab 0 Euro private Zuzahlung. Hörgeräte Enert. 10-mal ganz in Ihrer Nähe. Frohe Ostern von uns hier aus dem Sendestudio in Bayerfeld und natürlich auch ein herzliches Glück auf, wie Sie es auch gewohnt sind von uns. Schön, dass Sie über die Feiertage Zeit finden, mit uns gemeinsam auf die letzten Tage zurückzublicken. Dafür haben Sie diesmal auch einen Tag länger Zeit. Was wichtig war und wichtig wird im Erzgebirge, hier kommt die Zusammenfassung. Zu einer Stunde der Musik hat die Thalheimer Musikerin Uta Loth wieder mal in den historischen Ratssaal nach Thalheim eingeladen. Das Motto der Veranstaltung: musikalische Klänge über Ländergrenzen. Die Gäste waren aus Bečov nad Teplou, der tschechischen Partnerstadt von Thalheim, angereist. Petr Pitra und seine Frau Renata leiten gemeinsam die Musikschule in Bečov. Außerdem sind sie Mitglieder des Karlsbader Sinfonieorchesters. Petr Pitra ist Lehrer für Cello, Klavier und Kammermusik. Uta Loth, die einst die Konzertreihe Stunde der Musik ins Leben rief, führte auf heitere und amüsante Weise durchs Programm. Auf dem Spielplan standen Werke von Johann Sebastian Bach, Robert Schumann, aber auch Werke nicht so bekannter Komponisten. Vor gut einem Jahr musizierten Petr Pitra und seine Frau Renata schon einmal im altehrwürdigen Ratssaal von Thalheim. Damals wurde die Städtepartnerschaft zwischen Thalheim und Bečov nad Teplou bekundet. Und weil Musik bekanntlich verbindet, entstand dort der Gedanke, ein Konzert im Rahmen der Stunde der Musik zu organisieren und zu veranstalten. Nun, fast ein Jahr später, war die Zeit gekommen, um das lang herbeigesehnte Konzert zu verwirklichen. Bei dem zahlreich erschienenen Publikum fand dieses Konzert großen Anklang. Bekundet wurde das mit kräftigem Applaus für die Akteure. Die Meldungen fürs Erzgebirge zu Wochenbeginn beginnen mit einem Blick auf die sächsischen Straßen. Auf denen hat es im vergangenen Jahr deutlich weniger Verkehrstote gegeben. 162 Menschen kamen 2016 bei Verkehrsunfällen ums Leben. Ein Jahr zuvor waren es noch 192. Die Zahl der Unfälle insgesamt ist um 1% auf 109.736 leicht gestiegen. Eine erfolgreiche Bilanz gezogen hat Simone Lang, Vorsitzende des SPD-Kreisverbandes Erzgebirge, anlässlich eines Frühjahrsempfangs der SPD-Bürogemeinschaft im Gründerzentrum. Seit der Eröffnung unseres Büros im GDZ können wir uns über regen Zulauf von Bürgerinnen und Bürgern freuen, die oft mit sehr persönlichen Anliegen vorsprechen und sich zur Politik in Kreis, Land und Bund informieren. Die SPD-Landtagsabgeordnete Simone Lang und Wolfgang Gunkel, der für die Sozialdemokraten im Bundestag sitzt, hatten vor gut einem Jahr in der Kreisstadt ein gemeinsames Büro eröffnet. Es befindet sich im Gründer- und Dienstleistungszentrum auf der Adam-Ries-Straße. Neben den beiden Parlamentariern sind in den Räumen im GDZ auch der Kreisverband und die Kreisfraktion der SPD zu finden. Als aktuelle Aufgaben nannte Simone Lang beim Frühjahrsempfang 2017 die Vorbereitungen auf die Bundestags- und Landtagswahlen.
In dem Zusammenhang sagte sie, stagnierende Mitgliederzahlen und ein ansteigender Altersdurchschnitt machen zwar allen sogenannten großen Volksparteien zu schaffen, aber wir investieren unsere Bemühungen, vor allem junge Menschen für Politik zu begeistern. Mit herzlichem Dank seitens des SPD-Kreisverbandes und der Gewerkschaft der Polizei wurde im festlichen Rahmen der SPD-Bundestagsabgeordnete für die Region Erzgebirge Wolfgang Kunkel verabschiedet, der nicht mehr zur Wahl antritt. Kandidaten für die Wahlkreise Erzgebirgskreis 1 und 2 sind Sören Wittig und Ronny Kienert. Aufgrund von Baumfäll- und Pflegearbeiten wird die Kreisstraße zwischen Streckewalde und Mildenau vom 11. bis 13. April täglich in der Zeit von 7 bis 17 Uhr voll gesperrt. Eine Umleitung wird ausgeschildert. Der Linienverkehr ist von der Sperrung nicht betroffen. Autofahrer, die die Böhmische Straße in Schlettau nutzen wollen, müssen derzeit einen langen Umweg in Kauf nehmen. Grund hierfür ist die Verlegung von Abwasserleitungen zwischen dem Ortsausgang Schlettau und dem Ortszentrum. Eine Umleitung ist ausgewiesen. Für Autofahrer heißt das 6 Kilometer mehr Strecke und 5 Minuten mehr Zeit einplanen. Die Sperrung soll bis 26. Mai dauern. In Auerbach-Erzgebirge kann die Sanierung der Stadionstraße in Angriff genommen werden. Wie die Freie Presse berichtet, hat die Sächsische Aufbaubank das für diesen Zweck benötigte Geld freigegeben. Geplant seien laut Zeitungsberichten die Wiederherstellung der Straßenentwässerung und eine neue Asphalttrag- und Deckschicht. Darüber hinaus sollen neue Borde gesetzt werden. Wieder Fahrzeugbrand in Schneeberg. In der Nacht auf Sonnabend brannte auf der Bruno-Dost-Straße ein Ford in voller Ausdehnung. Zwei im Nahbereich abgestellte Fahrzeuge, ein VW Caddy und ein Seat Ibiza, wurden durch den Brand ebenfalls beschädigt. Die Feuerwehren aus Schneeberg waren mit 5 Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften im Einsatz. Dazu noch Polizei und Rettungsdienst. Da Brandstiftung nicht auszuschließen ist, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und die Brandursachenermittler werden eingesetzt. In Schneeberg und Umgebung gab es in den letzten Jahren immer wieder Fahrzeugbrände, die auf Brandstiftung zurückzuführen waren. In Frohnau kommt es immer wieder zu Schäden an Wanderwegeschildern. Allein im letzten halben Jahr stellte Kai Walter als ehrenamtlicher Wanderwegewart insgesamt 10 beschädigte Schilder fest. Einige davon waren abgerissen oder ganz verschwunden, einige verbogen, einige in der Richtung verdreht. Der Schaden pro Schild beziffert sich auf mindestens 20 Euro. Die Polizei ist im Rahmen von Strafanzeigen informiert worden. Bürger werden gebeten, sachdienliche Hinweise zu den genannten Schäden bzw. zu den Verursachern zu geben. Ansprechpartner sind der Koordinator der Wanderwegewarte, Herr Uwe Janusch, oder der Frohnauer Ortsvorsteher Lutz Müller. Wanderwegewarte, Stadt- und Ortschaftsrat sind für jeden Hinweis dankbar. Vor 60 Jahren erfolgte ab 11. April 1957 nach stattgefundener Umstellung des Senders Karl-Marx-Stadt auf dem Katzenstein zwischen Affalter und Gablenz die Programmausstrahlung mit neuer Frequenz auf dem VHF-Kanal 8 horizontal und Ausstrahlung in der CCIR-Norm. Der Sender Katzenstein war eine Sendeeinrichtung für UKW-Hörfunk- und Fernsehprogramme, gehörte zur ersten UKW-Senderkette der DDR und sendete ab 1958 das Programm von Radio DDR auf 95,8 MHz. Der Sender ging bereits 2 Jahre vorher, am 15. Dezember 1955, in Betrieb, wurde 1973 nach Fertigstellung des Senders Geier stillgelegt und galt in der DDR als ein bedeutender Grundnetzsender mit einem 60 Meter hohen Sendemast, für den ca. 4000 Tonnen Material verbaut worden waren. Für das Bauvorhaben auf dem Katzenstein wurden Unterkunftsbaracken für die Bauarbeiter errichtet und eine Zufahrtsstraße zum Baugelände angelegt. Zum Sport. Erfolgreich konnten die Auer Zweitliga-Ballsportler ihre letzten Spiele gestalten. Der EHV Aue gewann am Freitagabend in der Erzgebirgshalle Lößnitz gegen die HSG Konstanz mit 33:25 und verschaffte sich mit dem Sieg gegen einen Tabellennachbarn etwas Luft zu den Abstiegsrängen.
Die Fußballer vom FC Erzgebirge legten am Sonntag nach. Die 11 von 1860 München wurde mit einer 0:3-Niederlage nach Hause geschickt. Auch die Fußballer stehen nach diesem Sieg nicht mehr auf einem Abstiegsplatz. Erfolgreiche Nachwuchssportler hatten am vergangenen Freitagabend im Bürgergarten Stolberg ihr großes Podium. Bei einer extra für die Talente aus dem Erzgebirgskreis organisierten Sportgala wurden die besten Leistungen gewürdigt. Ganz vorn waren die Mountainbiker Celine Friedrich und Hannes Degenkolb sowie die Leichtathletikstaffel des LV 90 Erzgebirge. In der nächsten Sendung ErzTV das Magazin wird ausführlich berichtet. Strahlender Sonnenschein und sommerliche Temperaturen. Bei solchem Wetter wie am vergangenen Montag lässt der Frühjahrsputz nicht lange auf sich warten. So unter anderem auch im Wohnpark Luise Otto Peters in Frohnau. Die gemeinnützige Wohn- und Pflegezentrum Annaberg-Buchholz GmbH, kurz BPA, brachte den groß angelegten Park auf Vordermann. Für diese Herkulesaufgabe erhielten sie tatkräftige Unterstützung von Schülern einer 10. Klasse. Also die Schüler sind heute zum Garteneinsatz eingeladen von uns. Wir haben jedes Jahr einen Frühjahrsputz, wo wir auch beispielsweise unsere Mitarbeiter bitten, ehrenamtlich einfach mal 2 Stunden uns zu helfen mit dem riesen Gelände, was Sie hier so sehen. Das ist mittlerweile nur durch bezahltes Personal eigentlich nicht mehr zu bewirtschaften. Doch nicht nur bei der Gartenarbeit helfen die Jugendlichen mit, seitdem vor 5 Jahren die WPA die Patenschaft für diese Klasse übernommen hat. Mindestens 4-mal im Jahr helfen die Jugendlichen ehrenamtlich. So werden zum Beispiel Plätzchen gebacken und ein Weihnachtsbazar für die Heimbewohner durchgeführt oder Geschichten vorgelesen. Und eben auch der Frühjahrsputz, bei welchem die Schüler den Gärtnern unter die Arme greifen, steht jedes Jahr auf dem Plan. In dieser Patenschaft ging es eigentlich wirklich schon darum, zum einen ein Stück Berufsorientierung eigentlich hinzubekommen, zu schauen, was hat vielleicht auch der soziale Bereich zu bieten in Form von Ausbildung oder Studium oder anderen Möglichkeiten. Und da bieten wir ja einiges an mit 3 Ausbildungsberufen zum Altenpfleger, zum Koch und zum Bürokaufmann, ist eigentlich ja für so eine ganze Klasse was dabei, wenn man es mal so will. Ne? Und gerade diese Patenschaft dort hat uns halt immer wieder Möglichkeiten geboten, nicht nur den Frühjahrsputz hier, sondern auch viele andere Aktivitäten, um da mal Einblick zu bekommen ins Arbeiten und ins Leben vom Wohn- und Pflegezentrum. Diese Art von Berufsorientierung scheint Wirkung zu zeigen. So absolvierten einige Schülerinnen und Schüler der Projektklasse schon zusätzlich Praktika oder gar Ferienarbeit im Unternehmen. Aus der Parallelklasse haben sich sogar 2 Schüler für eine Ausbildung zum Koch bei der WPA beworben. Klassenlehrerin Marita Schuster, Lehrerin im Bildungszentrum Adam Ries, ist stolz auf ihre Schützlinge. Besonders stolz waren wir letztes Jahr auf der Kä. Da hat man gemerkt, die Kinder sind erwachsener geworden, auch ungezwungener. Der Umgang mit den Bewohnern des WPA, es war einfach eine schöne Sache, das zu beobachten. Obwohl es wieder geregnet hat, es kann. Nun stehen für die Jugendlichen die Prüfungen an. Somit geht in wenigen Monaten jeder seinen eigenen Weg. Zurückblickend war das Projekt eine Win-Win-Situation. Den Bewohnern wurde geholfen und auch die Schüler gingen nicht leer aus. Herr Karl hat sich in den letzten Jahren revanchiert. Er hat uns eine kleine Weihnachtsfeier ausgestattet, am Jahresende mit Gutschein bedacht und uns auch voriges Jahr mit der Klassenfahrt unterstützt finanziell. Die Patenschaft mit einer neuen Klasse weiterzuführen, wäre für Lehrerin Marita Schuster und WPA-Personalmanager Alexander Karl auf jeden Fall denkbar. Laut Alexander Karl sei nicht nur die Berufsorientierung zum Anfassen für die Schüler wichtig, sondern auch ein Stück weit das Herüberbringen von sozialem Engagement und gesellschaftlicher Verantwortung. Die Meldungen fürs Erzgebirge am Dienstag. Für den 10. Sächsischen Landeswettbewerb Unser Dorf hat Zukunft gibt es noch keinen Bewerber aus dem Erzgebirgskreis. Das teilte das Landratsamt mit, das gleichzeitig darauf verweist, dass die Teilnahmebedingungen weit vereinfacht wurden, sodass auch kleine Ortschaften, gestützt auf einen Verein oder Ortschaftsrat, die Teilnahme bewältigen können sollten. Für eine Anmeldung der Ortschaften ist noch bis 5. Mai Zeit.
Vor kurzem konnten die Arbeiten am Feuerwehrtechnischen Zentrum Standort in Aue auf der Wettinerstraße 61 abgeschlossen werden. Am Montagabend wurde die Einrichtung feierlich eröffnet. Mit ihrer Fertigstellung konnten die Kommunen des Erzgebirgskreises eine weitere Großinvestition für das Feuerwehrtechnische Zentrum des Erzgebirgskreises realisieren. Das FDZ kann am neuen Standort noch bessere Dienstleistungen für freiwillige Feuerwehren, insbesondere des Regionalbereiches Aue, anbieten. Das erste internationale Märchenfilmfestival Fabulix lädt vom 23. bis zum 27. August nach Annaberg-Buchholz ein. Seit dieser Woche sind die ersten Tickets für das kreisstädtische Sommerhighlight erhältlich. Die Tickets können in der Touristinformation Annaberg-Buchholz über die Homepage www.fabulix.de sowie auf einer speziellen Fabulix-App, die unter fabulix.chains.net/app in den Stores verfügbar ist, bestellt bzw. gekauft werden. Auf dem Fabulix-Programm stehen sehenswerte Märchenfilmvorführungen und Filmpremieren, Workshops und Lesungen, ein Kinder- und Jugendwettbewerb. Außerdem werden ein großes Galakonzert, eine wunderbare Ausstellung von Filmrequisiten, der Besuch namhafter Schauspieler sowie kurze Schauspielstücke im Festivalgelände die Gäste begeistern. Eine große Rauchwolke zog auf, als 140 Simson-Begeisterte zwischen Grottendorf und Neudorf die Straße entlang fuhren. Die Mopedfahrer feierten den Saisonstart am vergangenen Sonntag mit einer Tour, die an der Silberlandhalle in Annaberg-Buchholz begann. Ihr Ziel war Oberwiesenthal. Organisiert und geleitet wurde die Frühlingsfahrt vom 40-köpfigen Team der Simson Crew Erzgebirge. Schon letztes Jahr hatte diese die Frühlingsfahrt auf die Beine gestellt. Andi Meier, Gründer des Vereins, sagte uns, wie die Idee zu dieser Veranstaltung entstand. Wir existieren seit 2013 und irgendwie muss man ja dann irgendwann mal den Saisonstart, wo wir fahren können, einleiten. Und da haben wir uns halt gesagt, gut, machen wir einen Frühlingsstart. Den gab es letztes Jahr schon mit ca. 60 Teilnehmern und haben es halt dieses Jahr mehr als verdoppelt. Gerechnet hatten die Organisatoren mit solch einer großen Teilnehmerzahl nicht. So waren unter anderem auch einige Teilnehmer aus Zwickau, Chemnitz und Oederan mit dabei. Trotz der großen Teilnehmerzahl verlief auf der Fahrt von insgesamt 70 Kilometern alles reibungslos. Am 4. Juni startet dann die nächste Tour. Die sogenannte Fichtelberg-Tour umfasst eine Streckenlänge von knapp 100 Kilometern und wird ebenfalls von den Moped-Freunden organisiert. Weitere Infos dazu finden Sie im Internet unter simsoncrew-erzgebirge.de oder auf der gleichnamigen Facebook-Seite. Die Stadt Oelsnitz im Erzgebirge verleiht seit 2007 alle zwei Jahre mit Unterstützung der Erzgebirgssparkasse den Rainer-Kunze-Preis. Der Literaturpreis würdigt literarische Leistungen im Sinne von Poesie als Widerstand. Als Preisträger 2017 hat das Preiskomitee den ukrainischen Germanisten, Essayisten und Übersetzer Professor Petro Richlo bekannt gegeben. Am 9. Mai wird der Preis verliehen. Die auch international geachteten Preisträger der zurückliegenden Jahre waren Utz Rachowski, Thomas Eichhorn, Ines Köbel, Mirel Gansel und Uwe Kolbe. Der Preis ist mit 4.000 Euro dotiert. Mit weiteren 6 Abgeordneten des Bundestagsinnenausschusses war der erzgebirgische CDU-Politiker Günter Baumann zu Gesprächen in Rom. Dabei ging es um die Zusammenarbeit von Deutschland und Italien auf dem Gebiet der Bekämpfung organisierter Kriminalität, den Tourismus und die Strukturen der Mafia. Eine wichtige Feststellung war, dass die Zusammenarbeit beider Länder auf dem Gebiet der Kriminalitätsbekämpfung bereits sehr gut sei, dass es aber innerhalb Europas noch verschiedene Defizite gebe. Die deutsche Delegation hatte die Möglichkeit, an der Generalaudienz des Papstes Franziskus im Vatikan teilzunehmen. Neue Funktion für Frank Vogel, CDU. Der Landrat des Erzgebirgskreises ist neuer Präsident des Sächsischen Blasmusikverbandes. Der Verein ist der Dachverband für Blasorchester, Spielmanns- und Fanfarenzüge, Fanfarenorchester und andere Musikvereine. Die Wahl Vogels zum Präsidenten erfolgte einstimmig. Ein großer Kindergeburtstag wurde am Sonnabend in der goldenen Sonne Schneeberg gefeiert.
Die Kindertagesstätte Drachenkopf arbeitet seit 20 Jahren in Trägerschaft der Johanniter Unfallhilfe. Außerdem wurde die Einrichtung vor genau 65 Jahren als erster städtischer Kindergarten der Bergstadt Schneeberg eröffnet. Mit einer Eröffnungsrede durch die Kita-Leiterin Andrea Richter und anschließendem Grußwort durch Johanniter Kreisvorstand Erik Schreier begann die Feier. Nach der sich anschließenden Andacht durch Pfarrer Frank Meinl führten die Kinder der Kindertagesstätte das Musical Mats und die Wundersteine auf. Die Geschichte verdeutlicht, dass jeder Einzelne mit seinem Verhalten zur Umwelt die Zukunft unseres Planeten beeinflussen kann. Wenn man der Natur etwas wegnimmt, so muss man ihr auch wieder etwas zurückgeben. Umwelt bewahren, Umweltbewusstsein fördern, das sind die Werte, die den Kindern dabei vermittelt werden. Die Vorbereitungen für das Musical selbst begannen schon zum Beginn des Kindergartenjahres. Gegen Ende der Bühnenschau gab es ein großes Abschlussbild aller Beteiligten und jede Menge Applaus. Der Osterbrunnen steht in Grünhain und das ist Tradition. Welche Osterbräuche die Erzgebirger leben bzw. wie sie Ostern feiern, das wollten wir die Menschen der Region selbst fragen. Hier nun einige Antworten. Ja, Ostern ist ja das Fest, wo wir dann langsam wieder mal anfangen, die Fastenzeit zu vergessen. Wir sind einig in der Familie, ich bin's nicht, aber in der Familie einige. Und dann stehen natürlich die Kinder und Enkelkinder im Mittelpunkt, wo man sich dann halt wieder in der Familie trifft. Von den Enkelkindern was versteckt, da haben die ihre Freude dran. Egal wie alt sie sind, die freuen sich da immer wieder drüber. Ja, und so macht man sich ein paar besinnliche Tage. Und wenn man dann Rentner schon ist, da ist es eigentlich nicht viel anders wie sonst. Ja. Dann ist alles vorbei. Die Kinder sind raus und da waren wir fahren schön daheim. Und dann gehen wir ein bisschen in den Wald. Mehr wird nicht gemacht. Ostern ist halt jetzt nicht so besonders bei uns. Es gibt halt dann meistens Geschenke oder so, werden halt dann versteckt und ja. Aber es ist jetzt nicht so großartig das besondere Fest bei uns. Nee, so typische, ganz typische Osterbräuche haben wir nicht. Wir treffen uns immer mit der Familie. Was bei uns, was heißt Brauch, aber wir machen um Ostern in dem Sinne keinen Hype, dass wir uns da Geschenke machen wie zu Weihnachten, sondern die Kinder, die mittlerweile erwachsen sind, bekommen immer eine Kleinigkeit zu naschen. Karfreitags fahren wir immer zu meinen Schwiegereltern nach Brandenburg. Ja gut, ich bin jetzt halt mal so klein, dass meine Mutti unbedingt so vor Sachen verstecken muss, aber kleine Geschenke gibt es trotzdem immer und ansonsten, ja, mit der Familie halt. In Familie und dann werden Ostereier gesucht, versteckt, wenn es möglich ist, im Garten. Und ja, nee, eigentlich direkte Osterbräuche haben wir nicht. Ja? Wir feiern das mit Familie, kommen die Enkelkinder, Kinder, dann feiern wir Ostern. Das heißt, es werden Ostereier im Garten versteckt und die Enkel müssen suchen oder die Kinder müssen suchen. Wir feiern Ostern mit der Familie und Osterbräuche gibt es bei uns eines. Also aus der Osterkirche bringt man dann das Osterlamm, das geweihte Osterlamm und die Ostereier und die werden dann verspeist. Und das soll Glück bringen und Gesundheit. Jeder unserer Befragten durfte sich selbstverständlich noch eine kleine Süßigkeit aus unserem Osterkörbchen nehmen. In diesem Sinne wünschen wir schon einmal ein schönes Osterfest, mit oder ohne Brauch. Unser Nachrichtenüberblick beginnt am Mittwoch mit einer kleinen Revolution im Nahverkehr. Der Verkehrsverbund Mittelsachsen hat den Aufbau eines Plusbusnetzes beschlossen. Mit dessen Einführung kommen allein im Erzgebirgskreis jährlich reichlich 600.000 Kilometer zum derzeitigen Leistungsangebot im Regionalverkehr hinzu. Wesentliche Merkmale des Produkts Plusbus sind direkte Linienführungen, bedeutende Verknüpfungspunkte und die Abstimmung der einzelnen Linien auf die entsprechenden Schienenpersonennahverkehrsstrecken.
Dabei sollen mit einer maximalen Übergangsdauer von 10 Minuten alle betreffenden Anschlüsse an die Bahn und an andere Plusbuslinien gesichert sein. Die Plusbusse verkehren täglich von Montag bis Freitag und es wird ein 1-Stunden-Grundtakt angeboten. An Samstagen verkehren mindestens 6, an Sonn- und Feiertagen mindestens 4 Zugpaare. In der ersten Stufe des Plusbusnetzes sind unter anderem die Verbindungen Chemnitz, Thum, Geier, Annaberg-Buchholz bis nach Oberwiesenthal, Chemnitz, Aue, Schneeberg, Schwarzenberg sowie Annaberg, Grottendorf, Schwarzenberg, Aue vorgesehen. Der Start im Erzgebirgskreis ist zum Fahrplanwechsel am 10. Dezember vorgesehen. Polizeipräsident Uwe Reismann hat am Dienstag vor Medienvertretern die polizeiliche Kriminalstatistik für den Bereich der Polizeidirektion Chemnitz vorgestellt. Im Erzgebirgskreis wurden im vergangenen Jahr 12.736 Straftaten registriert, so wenige wie in keinem anderen Landkreis in Sachsen. Die Aufklärungsquote liegt mit 63% deutlich über dem Landesdurchschnitt. Fast 5.500 Tatverdächtige wurden ermittelt, darunter rund 900 Nichtdeutsche. Das entspricht 16,5% aller Tatverdächtigen. Im Bereich Rauschmitteldelikte wurden 2016 im Erzgebirgskreis 755 Fälle festgestellt. Das sind 54 weniger als im Vorjahr. Ansteigende Fallzahlen waren unter anderem bei gefährlicher und schwerer Körperverletzung, Wohnungseinbrüchen sowie Sachbeschädigungen durch Graffiti festzustellen. Eine Tote und ein Schwerverletzter sind die traurige Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagabend zwischen Grottendorf und Scheibenberg. Ein 65-Jähriger war auf der S268, ausgangs einer Rechtskurve, mit seinem PKW nach links von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto kollidierte mit 3 Straßenbäumen links und rechts der Fahrbahn. Die 67-jährige Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsversuche verstarb sie noch an der Unfallstelle. Der schwer verletzte Fahrzeugführer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am PKW sowie an den 3 Straßenbäumen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 12.000 Euro. Gerade zu Ostern geht es beim Thema Pflege oft noch einen Tick emotionaler zu als sonst im Jahr. Die Pflegereform offenbart nicht nur neue Chancen, sondern auch alte Probleme. Zum Beispiel den zunehmenden Mangel an Fachkräften, auch in dieser Branche. Wir haben Pflegedienste bei ihrer Arbeit begleitet. Zum pflegenden Angehörigen wird man schleichend, über Monate oder gar Jahre oder von einem Moment auf den anderen sozusagen über Nacht. Die meisten Angehörigen fühlen sich auf diese neue zusätzliche Aufgabe schlecht oder nicht vorbereitet. In der Folge kann es zu einer Reihe negativer körperlicher, seelischer und sozialer Auswirkungen kommen. Um dem vorzubeugen, bietet die Diakoniestation der Kirchgemeinden Eibenstock und Umgebung e.V. in Schönheide und Eibenstock regelmäßig Pflegeberatungstage an, bei denen sich Hilfebedürftige und Angehörige rund um das Thema Pflege individuell, vertraulich und kostenfrei beraten lassen können. Die Beratung ist auf Wunsch auch zu Hause. Durch die Einführung des Pflegestärkungsgesetzes 1 und 2 hat die ambulante Pflege einen neuen Stellenwert erhalten. Gerade auch Menschen mit kognitiven Einschränkungen können jetzt Leistungen in Anspruch nehmen. Damit ist der Bedarf an individueller Beratung, Begleitung und Unterstützung pflegender Angehöriger weiter gewachsen. Im Mai eröffnet die Diakoniestation eine neue Beratungsstelle in Eibenstock. Lößnitz erlebte am vergangenen Sonnabend den 4. Parkputz im Stadtpark. Rund 70 fleißige Helfer, darunter viele Kinder, säuberten das Gelände im Herzen der Stadt. Zu denen, die mit Hand anlegten, gehörte der Heimatverein und die Jugendfeuerwehr. Am Nachmittag stand ein Parkpicknick mit drumherum für die Kinder auf dem Tagesplan. Auf Ostern getrimmt wurde der Brunnen. Verzierten diesen im Vorjahr lediglich 150 Ostereier, so sind es jetzt 1000. Geholfen hat die Aktion Eier gegen Eis eines nahegelegenen Eiscafés. Auch in den Lößnitzer Nachbarstädten sind gemeinsame Putzaktionen geplant. In Aue soll es am 22. April Kehricht, Hundekot, Zigarettenreste oder anderer Unrat an den Kragen gehen.
Treffpunkt der gemeinsamen Aktion ist 10 Uhr an den Uferterrassen der Mulde an der Poststraße. In Schneeberg wird am 22. April der am 18. März wetterbedingt ins Wasser gefallene Arbeitseinsatz im Stadtpark nachgeholt. Die Jahnsdorfer Kindertagesstätte Sonnenschein hat gemeinsam mit dem CDU-Bundestagsabgeordneten Marco Wanderwitz und Bürgermeister Albrecht Spindler eine Winterlinde gepflanzt. In Absprachen hatten sich die Beteiligten für den Baum des Jahres 2016 entschieden. Passend zur Pflanzaktion hatten die Kinder ein Lied vorbereitet, das treffender nicht sein konnte. Alle meine Entchen, die schwimmen auf dem See, Köpfchen übers Wasser und Schwänzchen in die Höhe. Das ist der Lindenbaum, 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 Gott. Ist der Lindenbaum, 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 Gott. Ist der Lindenbaum, 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 Gott. Der Lindenbaum, Lindenbaum, Rock'n'Roll. Marco Wanderwitz bedankte sich für die Darbietung. Er beantwortete die Fragen der Kinder zur Winterlinde und deren Bewurzelung. In das vorbereitete Pflanzloch wurde der Baum eingesetzt und mit Substrat angefüllt. Zur Stabilisierung des jungen Baumes hatte der Parlamentarier einen Pfahl in die Erde eingebracht. Dieser soll den Baum die nötige Stabilität bieten, die er in der Phase der Wurzelbildung benötigt. An die Kinder erging eine Aufgabe. Sie sollen dafür sorgen, dass der Baum stets mit Wasser versorgt wird. Die Kinderoase am Karlsplatz in Annaberg-Buchholz hat ein neues Spielgerät. Es handelt sich um einen Kletterturm mit Kletterwand und Hangelgriffen, der vielfältige Möglichkeiten für Bewegung, Spiel und Sport im Freien bietet. Rund 8.000 Euro investierte die Stadt Annaberg-Buchholz in das neue Spielgerät sowie die Erneuerung von Untergrund und Fallschutz. Tag der offenen Tür in der Geburtshilfestation der Kliniken Erlabrunn GmbH. Gezeigt wurde am vergangenen Sonnabend, was möglich ist, wie freundlich und hell sowohl Patientenzimmer als auch Kreissaal gestaltet sind. Früh übt sich, was mal eine richtig gute Mama werden möchte. Geht's der Lieblingspuppe nicht gut, kommt sie halt mit ins Krankenhaus. Dort sind die Kinderärzte zwar nicht unbedingt auf Spielzeug spezialisiert, aber bei einem Tag der offenen Tür machen sie gern auch mal eine Ausnahme und untersuchen die Spielgefährten. So können auch die Jüngsten schon mal Krankenhausluft schnuppern und wissen, im Krankenhaus braucht man keine Angst zu haben, denn dort wird man wieder gesund gemacht. Und vor allem, hier werden die meisten Kinder geboren. In Schwarzenberg sind zum Ostermarkt am 16. und 17. April erstmals Nummer 5 und 6 der Postkartenserie erhältlich, die von der AG Innenmarketing aufgelegt wird. Anfang Juli 2016 waren die ersten beiden Postkarten der Serie erschienen, im Oktober zwei weitere. Die Karten liegen in der Stadt in verschiedenen Einrichtungen aus und sind kostenlos. Laut Stadtverwaltung sollen sie Interesse wecken und die Verbundenheit zu Schwarzenberg stärken. Zwei Bands standen am vergangenen Sonnabend im Schlachthof Stolberg auf der Bühne. Höhepunkt war der Auftritt der Kölner Band Chancy Pornic Casino des Exil-Amis Chancy und der Exil-Russen Alexei und Slava. Vor Pornic Casino sorgte undenkbar für lautstarke Klänge. In einer Liedzeile der Chemnitzer Band heißt es: Wecker, 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 hast meinen ganzen Tag versaut. Glück hatten die Ska-Punk-Liebhaber, die das Konzert nicht verschlafen hatten.
präsentiert wurde das Konzert vom Verein Kulturelle Notlösung. Ein weiterer Höhepunkt steht am 10. Juni bevor, wenn es im Pionierpark heißt, Schlachthof Stolberg meets Rock Olympics. Die Osterschau im Depot Pol Ströer in Gelenau hat auch in diesem Jahr wieder viel Neues und Sehenswertes zu bieten. Unter den bunt verzierten Eiern sind eine ganze Reihe an seltenen Stücken. So dient menschliches Haar als Ziereinlage im Ei. Ein Ei trägt eine geklöppelte Bauchbinde aus Pferdehaar. Der Besucher wird bei seinem Rundgang auch zerbrechliche Schönheiten mit königlicher Verzierung zu sehen bekommen. Und dann sind da noch dreidimensionale Scherenschnitte unter den Exponaten zu bestaunen. Für Sehenswertes und Neues ist auch die Ausstellung historischer Kinderfahrzeuge bekannt. Immer wieder gelingt es dem Restaurator und Sammler Eckhard Holler, für diese Abteilung Rares aufzutreiben, zu restaurieren oder im Originalzustand zu präsentieren. Hin und wieder tauchen seltene Einzelstücke auf, die nicht aus einer herkömmlichen Massenproduktion stammen. Eines dieser seltenen Ausstellungsstücke ist ein Zweisitzer Alfa Romeo. Hier sehen wir einen Alfa Romeo. Das ist ein Neuzugang. Er steht erst seit 2 Tagen in der Ausstellung, steht aber schon über 2 Jahre in der Werkstatt, weil es ein großes Sorgenkind war. Es ist ein ganz seltenes Fahrzeug. Es ist eine Einzelanfertigung. Und zwar hat eine wohlhabende Familie in Nordungarn Mitte der 50er Jahre ihr Traumauto. Und zwar war das der Alfa Romeo Super Spider Sport, hier ist er im Original zu sehen, hat das in Auftrag gegeben in Italien für die Zwillinge. Das ist ein Zweisitzer-Auto, beide Kinder können reden, im Maßstab 1:2. Und das Besondere ist, die Karosse ist aus Aluminiumblech getrieben. Das ist sehr selten und auch sehr aufwendig. Und man kann sich vorstellen, bei intensivem Gebrauch, wie die Karosse aussah, wie die zerbeult war. Und wie gesagt, ich habe dann einen großen Aufwand und über 2 Jahre daran gearbeitet, um das Stück wieder in diesen Zustand zurückzuversetzen. Es ist soweit alles original, die Windschutzscheibe ist ergänzt worden, aber es ist ein sehr seltenes Stück und der Hersteller stammt aus Italien. Also das Auto ist in Italien gearbeitet worden. Und ich vermute, dass sogar aus dem Hause Pininfarina das gemacht worden ist, weil diese Form der Karosse und das in Alu herstellen ist nicht so einfach. Das bringt nicht jeder Alu-Klempner. Als typisches Studentenauto galt lange Zeit der Citroën 2 CV. Er war auch Ausdruck dafür, dass Statussymbole für seinen Besitzer keine Rolle spielten. Auch ein Nachbau zum Kinderfahrzeug befindet sich nun in der Ausstellung. Kaum war die Ente von Citroën auf dem Markt, schon wurde ein Kinderauto nachgebaut. Und dieses hier wurde in Nürnberg gebaut, 1954. Aus Sperrholz, das Vorgestell Stahl. Die Lenkung war eine Seilzuglenkung. Er besaß eine schwenkbare Windschutzscheibe, eine Tür zum Ein- und Aussteigen, einen gepolsterten Sitz zum Hin- und Herfahren, dass auch verschiedene Größen Kinder fahren können, mit Kotflügel, also man kann sagen, die Maximalausstattung mit Stoßstangen, auch einem Nummernschild, wo auch die Jahreszahl verewigt ist. Ein sehr, für die damalige Zeit, luxuriöses Auto. Im Originalzustand in der Ausstellung zu sehen, nur wenig restauriert, leichte Farbstellen wurden ausgebessert, ansonsten im Originalzustand. Unsere letzten Meldungen vor Ostern. Der CDU-Landtagsabgeordnete Alexander Kraus hat sich am Mittwoch im Sächsischen Landtag für eine Lebensleistungsrente ausgesprochen. Wer ein Leben lang gearbeitet hat, der muss im Alter mehr haben als jemand, der nie gearbeitet hat, sagte Kraus. Die Lebensleistung müsse sich in der Rente widerspiegeln. Deshalb müsse die Lebensleistungsrente deutlich über dem Grundsicherungsniveau liegen.
Gerade für das Erzgebirge sei dieses Thema wichtig, so der CDU-Sozialexperte. Bei uns leben viele Menschen, die ihr Leben lang hart gearbeitet haben, aber einen geringen Verdienst hatten, sagte Kraus. Wenn sie mit 700 Euro abgespeist würden, dann sei das nicht gerecht. Leistung müsse sich lohnen, weil ansonsten das Rentensystem insgesamt in Frage stehe. Eine neue Runde beim Bürgerpreis Erzgebirge. Am 13. April wurde die Internetpräsenz bürgerpreis-erzgebirge.de freigeschaltet. Damit läuft die Wettbewerbszeit. Die 2017er Auflage steht unter dem Motto vorausschauend engagiert, real, digital, kommunal. Die erste Bewerbung kam von der großen Kreisstadt Schopau und bezieht sich auf das Projekt Schloss Wildeck App. Weitere regionale Projekte können bis 30. Juni eingereicht werden. Die Initiatoren des regionalen Bürgerpreises Erzgebirge sind die heimischen Wahlkreisabgeordneten des Deutschen Bundestages Marco Wanderwitz und Günter Baumann sowie der Vorstandsvorsitzende der Erzgebirgssparkasse Roland Manns. Schirmherr ist Landrat Frank Vogel. Im Rahmen einer Abschlussveranstaltung im Oktober 2017 wird die ehrenamtliche Leistung der regionalen Sieger gewürdigt und mit einem Preisgeld honoriert. Die Gesamtdotierung beträgt 6.000 Euro. Der Bürgerpreis Erzgebirge 2017 ist Teil der deutschlandweiten Initiative Für mich, für uns, für alle. Nach Ostern kommen zahlreiche weitere Straßensperrungen auf uns zu. Bei Steinbach werden in diesem Jahr Stützwände an der Staatsstraße 265 erneuert. Die Arbeiten beginnen nach Ostern unter Vollsperrung im Baustellenbereich. Das Landesamt für Straßenwesen und Verkehr rechnet mit einer Bauzeit vorerst bis zum Jahresende 2017. Bei Wintereinbruch soll eine provisorische Befahrbarkeit gewährleistet werden. Eine Umleitung wird, wie auch bei den folgenden Baustellen, ausgeschildert. Vom Ortsausgang Venusberg wird die Scharfensteiner Straße bis zum Abzweig S229 Grüner Grund vom 18. bis 21. April aufgrund von Baumfällungen täglich zwischen 7.30 Uhr und 15.30 Uhr voll gesperrt. In der Ortslage Lauter kommt es ab Dienstag zu zwei Vollsperrungen. Betroffen ist die Hauptstraße bei Hausnummer 32. Weiterhin kommt es wegen eines Gebäudeabrisses zur Vollsperrung der Bernsbacher Straße bei Hausnummer 25 bzw. vor der Brücke über das Schwarzwasser. Die Arbeiten sollen bis Freitag dauern. Aufgrund von Tiefbauarbeiten ist in Bad Schlema die Wilsbacher Hauptstraße im Bereich Einmündung Gemeindeberg bis Einmündung Langenbacher Straße vom 18. bis 22. April für den Durchgangsverkehr voll gesperrt. Und zwischen dem Ortsausgang Gielenau und Spinnerei wird die S232 vom 18. bis zum 21. April jeweils täglich in der Zeit von 7.30 Uhr bis 15.30 Uhr voll gesperrt. Durch die Straßenmeisterei Gornau werden Baumfällarbeiten durchgeführt. Kein Durchkommen ist auch auf der Karlsbader Straße S266 in Kransal in Höhe Hausnummer 40 bei der Bäckereifiliale Köhler vom 18. bis zum 22. April. Der Grund sind Arbeiten für den Neubau eines Hausanschlusses für Abwasser. Im Zusammenhang mit der Verlegung eines Abwasserhausanschlusses muss in Annaberg-Buchholz die Haldenstraße an der Einmündung zur B101 vom 18. bis zum 22. April voll gesperrt werden. In Lugau wird vom 18. bis voraussichtlich 22. April die untere Hauptstraße in Höhe Tümmelberg wegen des Ersatzneubaus eines Regenwasserkanals voll gesperrt. Wegen der Abtrennung eines Hausanschlusses kommt es in Leukersdorf auf der Jahnsdorfer Straße vom 18. bis voraussichtlich 21. April zu einer Vollsperrung ab Kreuzung Stolberger Straße. Die Umleitung erfolgt über Pfaffenhain und Jahnsdorf. In Meinersdorf wird vom 18. bis voraussichtlich 21. April die Hauptstraße wegen Arbeiten an Anlagen der Deutschen Telekom voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt über Burkhardsdorf, Adorf und Jahnsdorf. Vom 18. bis 21. April wird außerdem die K8113 aufgrund von Baumfällungen und Pflegearbeiten zwischen Forchenheim und Haselbach täglich zwischen 7 und 17 Uhr voll gesperrt.
Gerade zu Ostern geht es beim Thema Pflege oft noch einen Tick emotionaler zu als sonst im Jahr. Die Pflegereform offenbart nicht nur neue Chancen, sondern auch alte Probleme. Zum Beispiel den zunehmenden Mangel an Fachkräften auch in dieser Branche. Wir haben Pflegedienste bei ihrer Arbeit begleitet. Wir könnten noch viel mehr Hilfe für pflegebedürftige Menschen anbieten, wenn es mehr Pflegefachkräfte geben würde, betont auch der Pflegedienst Aue der Johanniter Unfallhilfe e.V. Viele Menschen sind im Alter allein und brauchen Hilfe. Doch viele junge Leute scheuen sich vor dem Beruf und haben Berührungsängste. Altenpflege ist eine hochqualifizierte Tätigkeit. Durch die demografische Entwicklung spielt sie inklusive der Ausbildung eine immer wichtigere Rolle. Die Lehre vermittelt Kenntnisse und Fähigkeiten, die erforderlich sind, um mit einfühlendem Verstehen und in positiver Wertschätzung die selbstständige und eigenverantwortliche Pflege, Betreuung und Beratung alter Menschen in allen Bereichen der Pflege zu gewährleisten. Auch wenn jetzt Ostern ist, denkt man in Annaberg-Buchholz bereits an den nächsten Annaberger Weihnachtsmarkt. Die Stadt will künftig die Bürger bei der Auswahl des zentralen Weihnachtsbaumes stärker einbeziehen. So werden sachdienliche Hinweise, die zur Entdeckung eines geeigneten Baumes führen, der dann als Wahrzeichen über dem Annaberger Weihnachtsmarkt thront, mit 250 Euro honoriert. Fällung und Abtransport sind für die Eigentümer der Bäume natürlich kostenfrei. Einige Voraussetzungen sind allerdings zu erfüllen. Es muss sich um einen attraktiven, gleichmäßig und gut gewachsenen Nadelbaum mit einer Mindesthöhe von 24 Metern handeln. Außerdem muss eine sichere Zufahrtsmöglichkeit vorhanden sein. Tropische Käfer, farbenprächtige Schmetterlinge und weitere Vertreter der in ca. 30 Ordnungen unterteilten Insekten kann man im Entomologischen Museum der Familie Arnold in Geier entdecken und vieles Interessantes darüber erfahren. Neben der Insektenwelt sind dort auch zahlreiche Mineralien zu sehen. In der Ostersendung von ERZ-TV das Magazin stehen ab Samstag aber die tierischen Ausstellungsstücke im Vordergrund. Außerdem wird aus Aue berichtet. War der Auer Standort des Feuerwehrtechnischen Zentrums im Erzgebirgskreis bislang in der Feuerwehr der großen Kreisstadt untergebracht, finden Einsatzkräfte der Region ihre Ansprechpartner dafür nun in der Wettinerstraße 61. Jüngster Veranstaltungshöhepunkt im Floraland Zwönitz war das Frühlingsfest, bei dem die Aronia-Beere im Mittelpunkt stand. Und weil wir vom Statistischen Landesamt erfahren haben, dass die Aronia in Sachsen die am häufigsten angebaute Strauchbeere ist und ihr eine gesundheitsfördernde Wirkung nachgesagt wird, haben wir uns kundig gemacht. ERZ-TV, das Magazin, sehen Sie immer zu jeder ungeraden vollen Stunde, außer zwischen 0 und 6 Uhr, bei ERZ-TV und wann immer Sie mögen in der Mediathek. Das war unser kleiner Wochenrückblick. Immer samstags startet auch ein neues Magazin hier bei ERZ-TV. Diesmal unter anderem mit einem kleinen, aber feinen entomologischen Museum. Da gibt's jede Menge Krabbeltiere zu sehen. Mit einem neuen Standort des Feuerwehrtechnischen Zentrums in Aue, mit Sporttalenten und einem neuen Song von Jan Tierfelder alias Jante. Vielleicht finden Sie Zeit, auch dort einmal reinzuschauen, täglich zwischen 7 und 0 Uhr immer zur vollen ungeraden Stunde. Ihnen jetzt noch ein schönes restliches Osterfest und bis Dienstag um 8 am Abend zu ERZ-TV Kompakt. Glück auf! Regen oder Sonnenschein? Sie werden's hören. Wetter und Tagesbilder präsentiert Ihnen Hörgeräte Enert. Hörsysteme auf Ihre Bedürfnisse angepasst. 10-mal ganz in Ihrer Nähe.